Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I chat from the west to the east. I'm saying a I had to dice. I used to trap in the streets. Nigga, we ballin' the feast. I keep the strap in my seats. Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I chat from the west to the east. I'm saying a prayer on my knees. Nigga, born to dice. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Gamer Brother. Ich habe gerade einfach aus Versehen die zwei Kanal-Ankündigung gemacht. Ey, Moiners aus dem Urlaub. Ich hoffe, es halte nicht zu krass drin. Aber ich habe heute was richtig Cooles für euch. By the way, checkt erstmal die Instagram-Story ab, wenn ihr wissen wollt, wie ich hier das Setup aufgebaut habe. Ich bin ja aktuell noch Skifahren, ich komme Montag wieder. Und ja, ich sitze hier in so einem Gemeinschaftsraum. Erstmal FIFA-Video aufnehmen, let's go. Und heute habe ich wirklich was Cooles für euch. Bietet sich jetzt an im Urlaub, wolltet ihr ja unbedingt mal wieder sehen. Und zwar hat Tom, kennt ihr bei mir aus dem Chat, TomBVB, ein Mod von mir, Freitagabend, gestern die Lightning Rose gezogen. Er hatte 180.000 FIFA-Points und ich weiß gar nicht, was abgegangen ist, Digga. Ich habe jetzt hier meinen Laptop und er hat über PlayStation Share die 100k und... Oh, fuck, hier geht schon los. Oh, alles gut. Er hat über PlayStation Share aufgenommen, wie er auf meinem Account die 100k und die 125k Lightning Rose gezogen hat. Und wir reacten jetzt da quasi drauf. Also Mod zieht meine Lightning Round ist zurück und ich weiß nicht, ob Tom mich verarscht hat, aber der hat mir bei WhatsApp geschrieben, ja, er hat irgendwie was gezogen, sowas gab es in der deutschen FIFA-Szene noch nie. Also entweder werde ich jetzt komplett gebrochen oder Tom hat halt wirklich abgeliefert. Ich habe keine Ahnung. Tom, Bruder, ich glaube an dich. Ich brauche wirklich Münzen. Das ist ganz wichtig und richtig. Münzen. Freunde, ich würde sagen, wir starten rein. Ich genieße ja auf jeden Fall den Urlaub. Bin sehr erholt, ist auf jeden Fall sehr nice hier. Skifahren endlich mal wieder nach 2,5 Jahren. Aber erzähle ich euch, wenn ich wieder da bin, alles. Wir machen jetzt, yalla yalla, let's go. 100k Lightning Round. Ich habe Tom gesagt, er soll Hälfte Hälfte machen. Und ich bin gespannt, was er rausgeholt hat. Okay, Freunde, wir sind drin. Ihr seht jetzt hier den Bildschirm. Ich muss mal kurz den Sound ausmachen. Und das ist die 100k Lightning Round, Freunde. Ich habe 6 Millionen Münzen. Ich bin gespannt, was ich am Ende von den Lightning Rounds an Münzen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Tom alles verkauft oder gekauft hat. Wir starten mit dem Walkout. Deutschland und Tom skippt die Dinger. Let's go. Da wird der Goretzka weggeskippt. Ey, ich bin richtig aufgeregt, Junge. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, wie lange die 100k Lightning Round. Ich sehe, das Video hier geht 17 Minuten. Also der hat 17 Minuten lang die 100k Lightning durchgeschäppert. Ich bin gespannt. Ist das Haaland? Ja, guck mal. Das ist der Erling. Geil. Für Tom, ich gönne ihn den. Und ich habe Brasilien-Trikot an. Man muss dazu sagen, Digga, es ist bei mir ehrlich schlimm, ne? Viele fragen ja immer, ob ich FIFA noch so fühle. Ich bin immer noch so maximal süchtig. Ich bin ein bisschen traurig einfach, dass ich im Urlaub bin und nicht grinden kann, weil diese Dingskarten hier, Foot Captains, das Event ist so geil. Ich hätte so Bock, jetzt ein cooles Weekend League Team zu bauen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, wenn man so manchmal einfach so sinnlose Teams bei Football baut und dann einfach immer so sich so Teams baut, die man am Ende halt eh nicht zockt. Junge, in dem Grind bin ich hier gerade. Diese Foot Captains Dinger sind geil. Tom zieht Hummels und einen Inform. Oh, oder er zieht, stimmt, Mbappé Inform gibt's ja auch noch. Oh, alle Flammen, Brasilien. Ja. Casemiro, bester Sechser der Welt, Arnes. Hä, fuck, Junge, ich bin echt nervös. Also ich meine, das geht jetzt hier noch ein bisschen. Bitte, Tom, zieh einfach was Gutes. Oh, Mbappé, Kylian. Wer bist du? Hä, von Bay Brighton? Ah, Mwepu, okay. Digga, die Nation, Hilfe, als ob ich das kenne. Erdkunde 6. Oh, für Captains. Nein, Pellegrini, ne? Ja, ja. Übrigens, ich sag's jetzt schon mal wieder, Tom hat den Safe 10-mal gezogen, Junge. Pellegrini ist der italienische Muniain. Den werden wir heute 20 Mal oder so sehen. Ja, egal, das ist der erste Foot Captains. Tom, du hast abgeliefert. Ich habe schon schlechtere 100k Lightning Rounds gesehen. Bonucci noch dahinter, Ruben Dias, ja. Gut, kostet halt, was kostet der? 90k drauf geboten. Wir nehmen es mit, Freunde, vamos. Foot Captains. England. Oh mein... Ich dachte, das ist Henderson. Weil Henderson ist überkrass und ich habe einfach das ganze Hotel zusammengeschrien. Junge, die denken alle, ich bin der größte Vollhorst. Aber wissen die wahrscheinlich eh schon. Ward Prowse. Ja, bisschen Premier League Text mit drauf. Let's go, Alter. 100.000 Münzen in die Tasche. Aber Baby, tut mir leid, wollt ihr nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Foot Captains, wer bist du? Dusan Tadic. Ja, weiß ich nicht, Bruder. Du bist halt safe, also 91 Pace ist stabil, aber der ist safe nichts wert, oder? Ich sag mal 70k oder so. Prediction? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der schlechteste. Oha!
Zwei Foot Captains und ein Pack, Boyata, let's go. Vom Big City Club nehmen wir noch mit zwei Informs, okay? Tom ist aber auch so ein Macher, er macht direkt immer den Preisvergleich, weil ich habe meine Playsee nicht mit, also ich kann es hier nur am Laptop gucken. Ja, okay, sind beide nichts wert, aber Tom macht es perfekt. Könnt ihr mal bitte alle in den Kommentaren Liebe für Tom da lassen? Der zieht gute Packs und macht es halt einfach wie... Das ist einfach geil, wer es macht. Boyata, ich habe gerade getrunken. Ja gut, aber der ist ja nichts wert. Was ist denn das? 45k? 50k? Ist okay, Tom? Ich will mehr sehen. Vamos. Vielleicht kann da einer hinter sein? Ich weiß gar nicht. Hat einer weniger Rating? Nö, ich glaube nicht. Okay, ich will mehr sehen. So langsam muss er jetzt mal... Marcello. Habe ich bei Teasy kurz einen Stream geguckt, der ist extinct und versucht jetzt zu snipen. Gönn Marcello, Junge. Sehe ich mich. Oder Kilian. Captains. Ah, tadet. Mann, ich glaube, er hat mich verarscht, Junge. Ich ziehe nur die Kackfoot-Captains. Ach, Mann, ich bin hochgenommen worden. Ich bin gebrochen. Also, das sind zwar viele, ne? Keine, ich glaube, das ist der sechste oder so. Ist all good, aber sind halt auch schon 70.000 Liefer-Points weg, ne? Halt's Maul! Huh? Oha! Er hat einfach eine Eike gezogen! Was ist das denn? Let's go! Ey, Hiero ist übel scheiße! Aber Tom, Junge, du bist eine Maschine! Du kannst es mir so peinlich hier rumzuschreien. Ey, let's go, Tom! Du hast eine Eike, du hast mich nicht verarscht, du hast was Cooles gezogen. Ist er. Oha, vielleicht noch was hinter? Okay, es ist ein Hiero. Ich habe keine Ahnung, was der wert. Was macht er? Hä? Guck doch den Preis nach. Ich kann nicht Footbin gucken. Guck doch, warum guckt er den Preis? LOL! Was ist das denn? What the fuck? Ist es? Er macht eine Back-to-Back? Er macht eine Back-to-Back-Icon. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Junge, das hab ich ja noch nie gesehen. Hä, Junge, Tom? Warum hast... Also gut, dass du den Preis... Junge, was? Was? Er hat mich nicht verarscht. Ich muss ihm schreiben. Mein Licht. Egal, ich schreibe ihm gleich. Junge, was ist das denn? Oha, ja. Bruder, Baggio sogar. 600k. Hä, was ist... Junge. Er hat einfach voll abgeliefert. Er hat einfach zwei Icons direkt hintereinander gemacht. Was? Junge, WTF, Alter. Ja, noch Mbappé oder was? Alles klar. Der ist... Oh, okay. Die Luft geht scheiße. Hey, Junge, Mann. Ey, Tom, du bist der Beste. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr alle in die Kommentare schreiben müsst und ihr müsst Liebe für Tom da lassen. Was ist das für ein Macher? Einfach zwei Icons back-to-back. Also ich glaube, er meinte das. Weil ich habe noch nie eine back-to-back-Icon gezogen. Das ist ja geisteskrank. Junge. Also ich glaube, Hiero ist halt wirklich gar nichts wert. Ich mache jetzt hier mal kurz Second Screen. Footbin. Ich hoffe, ich verpasse jetzt keinen Pack. Weil ich habe hier nur einen Screen. Footbin, Hiero. Okay. Hiero kostet 117k. All good. Aber Junge, zwei Icons, Alter. Tom, du bist ein Macher. Let's go. Aber es ist absolut weird, wenn man Packs nicht selber zieht und in so einem scheiß Hotelraum sitzt. Oh, Footcaptains. Portugal. Wer bist du? Oh, José Fonte. Ey, ich hab die Sprachnotiz nicht gehört. Ey, um 21 Uhr hat er mir geschrieben. Ich guck mir das vorher an und lass mich spoilern oder so. Aber wenn, dann muss man es auch richtig durchziehen. Und er meinte das mit der Back-to-Back-Icon. Ey, Tom, bester Mann, Junge. Bester Mann, so ein Macher. Oh, okay. Die 100k Lightning Round ist vorbei, Freunde. Wir gehen rein in die 125er. Das ist eine, ich guck kurz nach, eine 13-minütige Datei. Wir gehen rein in die 125k Lightning. Let's go. Okay, wir haben irgendwie 90.000. Wer bist du? Ah, Boyata. Wir haben nochmal 90.000 FIFA Points für die 125k Lightning Round. Und ich bin jetzt schon zufrieden, Junge. Also, Baggio ist. Was war das? Ich glaube 700k wert. Sonst war da jetzt nicht so der Banger drin. Aber Junge, einfach eine Back-to-Back-Icon. Ich glaube, ich habe das ehrlich noch nie gesehen. Schreibt es mal gerne rein in die Kommentare, ob ihr jemals eine Back-to-Back-Icon gesehen habt. Also ich safe nicht. Also ich habe zumindest selber noch nie Back-to-Back eine Icon gezogen. Man sagt es zwar irgendwie jedes Mal, aber es funktioniert nie. Kilian. Hä? Oh, oh mein Gott. Okay, der hat mich hochgenommen. Ich dachte, es wäre jetzt auch noch ein Kilian. Alter, der hat mich ganz asozial hochgenommen.
Foot Captains Österreich. Trimmel. Ja, haben wir den nächsten aus der Bundesliga von Union? Ich glaube, ja, der wird, glaube ich, auch nichts kosten, ne? Ich hatte mal geguckt, in der Bundesliga gibt es irgendwie jetzt mittlerweile 20 geile Rechtsverteidiger für Ultimate Team. 3 Informs noch, Moin Meister. Gut, dass mich hier der Kollege Bujiro Dings dann nicht getrollt hat. Aber ich glaube, der ist nichts wert. Ich glaube, der ist der günstigste. Okay, Freunde, zugegebenermaßen die 125k Lightning Round ist ein gottloser Scam. Es ist wirklich heftig. Ich weiß nicht, also. Ich glaube, Tom hat irgendwie 2 Foot Captains gezogen. Und sonst einfach nur Scheiße. Es sind einfach nur noch 20.000 FIFA Points. Das waren jetzt einfach mal eben 60.000 FIFA Points in der 125er. Nur nix. Freunde, ich glaube, es kommt jetzt das letzte Pack, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste jetzt das letzte kommen. Die 125er war ja ein Scam sondergleichens. Letztes Pack, 125er. Ich sag, Tom hat ein Nose Pack gemacht oder so. Oder No Look, keine Ahnung. Oh, nochmal Foot Captains, letztes Pack. Ah, es ist nochmal Dusan, es ist nochmal Tadic. Okay, aber die 125er war frech. Ich glaube, wir haben 3 Foot Camps gezogen, die waren alle scheiße. Ja, und dann ziehst du einen Hero und es ist ein Soulscare. Und ein 86er. Ja, Bruder, weiß ich nicht. Hättest du mir auch mal so einen richtig schönen Gillette Abdi Pelé geben können oder Cordoba. So, Freunde, ich habe jetzt zusammengezählt. Tom hat auf jeden Fall einen geistkranken Job gemacht. Also, ich habe noch nicht irgendwo Back-to-Back-Icon gesehen, schreibt es gerne mal rein. Am Ende, gerade im Video, stehen 8,651 Millionen Münzen da. Danach wurden aber noch Sachen verkauft. Ich habe jetzt hier in der Web-App, kann ich euch jetzt gerade schlecht zeigen, aber ich habe 9 Millionen Münzen. Das heißt, Tom hat einfach 3 Millionen Münzen rausgehauen und einfach eine Back-to-Back-Icon gezogen, Junge. Ich bin richtig glücklich, Bruder. Ohne Witz. 125k Lightning Round, wäre die halt die ganze Zeit so gewesen, wäre ich gebrochen gewesen, aber so. War es auf jeden Fall sehr nice. Lasst auf jeden Fall Liebe in den Kommentaren für Tom da. Lasst ein Like da, wenn ihr Mod zieht meine Lightning Round nochmal sehen wollt. Also ich persönlich feiere das krass. Das hat richtig Bock gemacht. Also eskaliert hier auf jeden Fall. Ich bin raus, Freunde. Wir sehen uns allerspätestens nächste Woche Mittwoch zum nächsten Stream wieder. Ich werde euch aber vorher noch Bescheid sagen, ob es vielleicht doch eher wird. Muss ich gucken. Bis dahin, Freunde. Wir sehen uns ab Mittwoch spätestens wieder Streams. Lasst hier ein Like da, wenn ihr das feiert. Wir machen mal, auch ist jetzt dumm, wenn ich es am Ende sage, aber wir machen mal 15.000 Likes ist unser Ziel. Dann mach's nochmal. Also, let's go, ich bin raus, haut da rein. Ciao, ciao.